Servus, zurück bei Let's Play Resident Evil 3, dem Remake. Ja, wir sind Nemesis entkommen und unser einziges Ziel hier... Oh. Jill? Hier drüben! Ja, hallo, wer bist du? Brad? Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Kann ich in die andere Richtung? Ich möchte laufen. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Bringt gar nichts. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Ja, unser einziges Ziel hier ist es, die Stadt zu verlassen. Und ich hoffe, Brad wird uns dabei helfen. Auf jeden Fall sind wir da schon mitten. Ah, jetzt kann ich sprinten. Träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Oh, oh, oh. Hier rein! Ja. Weg. Hier! Ja, weg hier. Was war das für ein Blödsinn? Die Tür hinten los. Ja. Oh shit. Das Messer. Scheiße. Denk nicht dran. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Okay. Okay. Gefunden und gleich wieder verloren. Oh. Ich sehe eine Waffe. Sorry. Ich sehe einen Zombie! Oh, bitte lass es so sein wie früher. Ja. Wow. Oh shit. Ich muss sicher da weiter. Ich habe nur mehr zwei Schuss. Nicht gut. Oh nö. Hier lang? Ja, hier lang. Hey, sieh da! Wer? Das Parkhaus. Ja, mach ich. Zombie! So, geht's Ihnen gut? Kein Zombie. Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Du hast einen Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Ja, schon. Sicher ist da drinnen ganz sicher. Also, aber kriegst du da Luft? Sonst bist du bald tot. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Oh. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein! Fräulein. Naja, wie soll er sonst zu dir sagen? Können Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei, wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einen der Freaks Handschellen anlegen. Sarkasmus. Ich liebe Sarkasmus, keine Frage, aber... Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt Sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. Okay. Sir? 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 Rosso? Na, kann ich nicht mehr. Schaut. Ein Hydrantus. Was ist das? Ah, Munition. Ja.
Pistolenmunition. Jawohl, so funktioniert das Nachladen. Aber ich glaube, ich soll. Bitte keine Hunde! Bitte keine Hunde! Und Deano! Wollte mich verarschen! Oi. Du bleib da schön drinnen, Freundchen. Kann ich eigentlich mit dem Messer nicht irgendwie? Momentchen mal. Ich komme immer noch nicht ins Oh ja, so komme ich ins Inventar. Ah, nach unten. Ah, das ist gut. Tut sich das Messer auch nutzen? Anzeige hat es dann keine. Hey du, lebst du? Ha? Wie sticht denn der zu? Oh, da muss man aufpassen, die springt retour. Okay. Nicht ernsthaft! Die da hinten bewegen sich ein bisschen komisch. Jawohl! Den gibt's nicht mehr. Soll ich den wirklich? Ich hab sehr wenig Schuss. Kann ich an den vorbeilaufen? Ja. Okay, bitte lass keinen noch drinnen sein. Ja, sicherlich! Also das geht ja sehr actionreich los. Ja, ich habe so das Gefühl, dass das nicht unsere Rettung sein wird. Hey, Hilfe! Hey, steig ein! Okay. Kann ich noch ein bisschen mich umguckseln? Hier... Okay. Hier ist nichts. Ah, weg! Au! Oh, nö! Sorry. Oh, wie süß! Sorry! Ist aber nah! Jetzt bin ich dran, Arsch! Yeah! Geben wir voll Gas! Das juckt ein wenig! Halten, halten, halten! Voll Gas! Wir waren nicht angeschnallt. Wir sind vom 6. Stock runtergesprungen. Und der lebt noch. Wow. Scheiße. Oh oh. Der hat eine Rakete noch gefangen. Yeah. Weiter drauf, du hast Viere. Nicht fallen lassen. Langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring dich in Sicherheit. Das ist Carlos Oliveira. Ich meine, ich kenne ihn aus dem Film,
Wo hat er mitgespielt? 2 und 3 hat er, glaube ich, mitgespielt. Ein Ladevorgang. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Jo, ich möchte das auch nicht. Oh, was haben wir denn da? Sudden Death Bowling, no spares in this game. Hey, was weißt du über dieses Monster? Wolf of the Battlefield. Okay. Carlos? Ich schau mir nur die Plakate an. Time to get started. Who wants the first ticket to hell? Okay. Disaster. Ja, das haben wir auch gerade. Hunt for the missing ship. Okay. Was haben wir da noch? Air Combat 1942. Master Lease of Duty. Looks like this be the worst vacation ever. Command Team. Also was mir auffällt einmal, sehr viele Horrorfilme. Hell Squid. Oh mein Gott. Torrent of the Deep. Torrent ist eigentlich ganz gut beschrieben, weil ich glaube, Nemesis war wie im zweiten Teil Mr. X und im ersten Teil hat es ja auch einen Torrent gegeben und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch. Skullstalker. 1 und 2 oder... Adrift in Space und der eine schaut eher aus wie der Terminator. Hallo? Ah, hier. Danke, dass du gewartet hast. Ich hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow, 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 wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Naja, habe ja andere Wahl. Komm, außerdem, hier geht's lang. Solange es mich da rausbringt. Das muss aber noch vor dem Zwarer da passiert sein. Weil. Was haben wir denn da noch? Lobster! Ich habe es jetzt einmal in meinem Leben einen Hummer probiert. Will Robert Surprise Amenity, Science Forum. Ah. Oh, japanisches Restaurant. Ja, nee, ich hätte trotzdem lieber. Eine Pizza. Clowns! He lets play with me. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine Werbung? Da kann ich nicht rein. Astro Crunch. Freak Cinema 1998, ja. Oh, da sieht man die Plakate besser. Schaut trotzdem aus wie der Terminator. Entschuldigung. Oh, Big E. Der steht da unten rechts, schaut ein bisschen aus wie der Johnny Depp. Back home for one night only. For wo? Wie home? Oh, Comicbücher. Mega Man. Aber das ist ein bisschen anderer. Was haben wir denn da noch? Fighting Story. Also viel Horrorsachen sind da. Da muss ich rein? Anscheinend. Hallo. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Oh, Rutzki Gnoski. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Welches Team? Okay.
Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Es ist ein Funkgerät, schätze mal. Zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Ja? Zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Natürlich. Du brauchst eine Ausrüstung. Deswegen geh zu den Zombies und hol das. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Ein Erste-Hilfe-Spray. Ich will auch ein Erste-Hilfe-Spray. Gib. Was ist da noch drinnen? Was hast du da? Da ist noch eins. Ich will das. Arsch. So, kann ich da weiterschauen? Nö. Gut, kann ich zu den anderen Überlebenden. Ich meine, wenn da einer. Nein, da kann ich noch die Truhe davor. Das ist ja intelligent. So, die Plakate kennen wir schon. Was haben wir hier? Oh, was zum Lesen. UBCS Munitionshandbuch. Oh oh. Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Das ist einmal eine Anweisung. DH-10-sich. Genau so ist es. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombinationen ins Hirn. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Wie im Teil 2. Flintenmunition, Schießpulver und einmal hochwertiger Schießpulver. Magnummunition, zweimal hochwertiger Schießpulver. Jawohl. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Das wäre der Plan. Redstone Street sind wir also. Okay. Na dann. Kann ich da Aschenbecher durchsuchen oder Mülleimer? Das wäre ich erst vor anderen Spielen schon so gewöhnt. Hallo? Hier ist doch keiner, oder? Nee. Die werden doch nicht jetzt gleich am Anfang so schwere Gegner. Ja. Hinpacken, oder? Okay, was ist hier? Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zersauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museums of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich in diesem Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, nagend, hahaha, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteriaessen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Frage gestellt,
Fragen vielleicht, und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Geht nicht! Ich will die nächste Seite aber sehen. Hier noch was? Nö, was ist das eigentlich? Warum steht das in einer U-Bahn? Ich war schon in U-Bahnen unterwegs und ich kann mich nicht erinnern, dass da solche Schreibtische gestanden sind. Ja. Okay. Haben wir da... Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Den Strom im Unterwerk wieder einschalten. Oh, was sind wir denn hier? Kräuterli, Kräuterli, Schießpulver, Schießpulver. Na gut. Schießpulver nehmen wir. Schießpulver. Grünes Kraut nehmen wir auch. Noch ein grünes Kraut. Wir werden dann gleich kombinieren. Vielleicht finden wir noch was. Geht das? Ja, das geht. Oh, rotes Kraut. Jawohl. Okay. Dann gehen wir mal in Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie dazu den Befehl kombinieren. Okay, bewegen kann ich, dann kann ich kombinieren und ich erhalte eine Kräutermischeli. Und da haben wir das. Gleich einmal Reservemunition. Tut das gut. Ah, hoppla. Okay, hier ist also ein Schloss drauf. Eine G19-Pistole haben wir. Eine 9mm-Pistole mit 15 Schuss, bekannt für ihre kompakten Masse. Hergestellt aus extrem strapazierfähigem Kunststoff, wird von Streitkräften weltweit eingesetzt. Aus Kunststoff. Die schießen mit Plastikwaffen. Eine Schreibmaschine! Ja! Ich kann wieder mit einer Schreibmaschine speichern. Auch wenn ein Auto speichert. Was ist das? Kite Bros Railway. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Ja, genau. Schreibmaschine, das kümmern wir sich nachher, was hab ich da noch? Ah, hier geht's dann raus. UBCS Kräuterfeldhandbuch. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der euer Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Geht zu eurer Mama! Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst. Auch große Mädchen machen das. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Alter, wer hat das geschrieben? Der taugt mal. Starke Mixtur, zweimal grünes Kraut. Ultra starke Mixtur, also vollständige Heilung, sollte ich mal sagen. Grünes und rotes Kraut, wie immer. Oder dreimal grünes Kraut. Erste Hilfe Spray, das könnt ihr nicht selbst herstellen. Verdammt! Wenn ihr einzieht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Der, was das geschrieben hat, mit dem darf er auf ein Bier gehen. Ganz ehrlich. Voll geil. Hier noch irgendwas? Haben wir jetzt... die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen, er zeigt auch interessante Details, sowie Objekte, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Okay, da haben wir ein einfaches Schloss und ein Denkmal. Ich schätze mal, für so ein einfaches Schloss... werden wir noch so eine Art Dietrich oder irgendwie Universalschlüssel vielleicht kriegen oder ein alter Computer? Und eine Kiste. Jawohl, eine Kiste. Da lege ich gleich einmal das grüne Kraut ab. Boah, ich habe so wenig Platz. 8 Slots nur, das finde ich schon wirklich wenig. Na gut, dann war's das für diese Folge.
Wir haben geschafft, Nemesis zu entkommen, wir haben neue Freunde gefunden und wir gehen jetzt ganz allein in die zombieverseuchte Stadt. Na dann, werden wir sehen, was in der nächsten Folge bringt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit Ü, ciao mit A, Servus mit Vogelfarb.